Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Factorio. In der letzten Folge haben wir weiter daran rumgefeilt, was wir dann am besten, die gelben Tränke zu bauen und sind dann mittendrin unterbrochen worden. Alter, ich sollte den Panzer einfach stehen lassen. Ich fahre mehr kaputt mit dem Panzer, als dass die Feinde kaputt machen in dem Moment, wenn ich dorthin fahre. So. Na, auf jeden Fall sind wir in der letzten Folge dann auch noch unterbrochen worden und haben ein kleines bisschen Ärger bekommen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, das wäre so eine Art Brutmutter oder so, die da angreift. Aber dabei scheint es doch ein ganz normaler Gegner gewesen zu sein. Und ja, jetzt fahren wir einfach mal zurück und gucken mal, was da los ist. Warum die blauen Tempomodule dort nicht weiter erforscht werden. Und dann wollen wir mal zusehen, dass unsere gelben Tränke produziert werden. Was ist hier los, Alter? Das ist randvoll gepackt. Achso, hier sind jetzt die mit zwischen. Die sind natürlich hier, die kommen ja gar nicht durch. Dem müssen wir das ja natürlich auch noch sagen, dass er die... Und was war noch da drauf? Es waren noch zwei Sachen da drauf. Die... Irgendwas war noch drauf, oder? Da bin ich jetzt... Warte mal, da wollen wir die doch gar nicht haben, oder? Doch, wollen wir. Aber die kommen nicht durch, weil hier alles voll ist. Und hier ist ein Abscheider, was wieder doof ist. Hier ist auch ein Abscheider. Stopp, wir müssen mal einmal unterbrechen. So, das nehmen wir mal raus. Das fixen wir mal ganz schnell. Das geht, das wird so nicht gehen, so einfach wie wir uns das vorgestellt haben. So, die hier auf der Ecke, das geht so auch nicht. So, jetzt kommen die hier an. Jetzt ist natürlich nur die Sache. Wir wollen die jetzt da oben drauf haben, aber möglichst unkompliziert. Das können wir mal versuchen, indem wir die einfach jetzt hier dann kommen die auch nicht durch, weil das hier einfach voll ist. Ach man, da scheitert mein Plan also. Da müssen wir mal gucken. Dann legen wir die Dinger jetzt hier hinter. Durch. Geht das noch? Nee, es geht nicht. Naja, erstmal machen wir jetzt hier ein bisschen Platz, dass es hier weitergeht. So. Ich kann mich noch erinnern, wo ich gesagt habe, das ist ja nicht schlimm, dass die da jetzt durchwandern. Ist es doch. So. Aber dann müsste es doch theoretisch jetzt eigentlich weitergehen. Dann können wir die ja doch dorthin laufen lassen. Ist halt nur mega aufwendig. Sobald der hier voll läuft, kommt halt nichts mehr durch. Ah, und hier geht's nicht weiter, weil er die auf die Seite des Förderbands packt und nicht auf die andere. Ach ja, ist das schön. So, wartet mal. Was machen wir denn jetzt? Am besten damit. Wir müssen das ja einmal umpacken. So, gut. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Ich weiß aber nicht, wie lange. Das heißt, ein paar Gegner müssen wir angreifen, damit wir zwischendurch mal weiterkommen hier. Und der konzentriert sich jetzt primär nur auf die Teile. Das ist auch nicht so gut. Dann ist der Abscheider nicht das Beste, was wir hätten erfinden können. Dann müssen wir das noch ein bisschen umbauen.
So. Noch ein bisschen sehr umbauen sogar. Ich merke gerade, wie ich unbedingt versuchen will, das so schnell wie möglich durchzuziehen, weil ich da so Bock drauf habe, bevor der Gegner uns hier platt macht. Aber ich glaube, ich muss mir trotzdem ein bisschen mehr Zeit nehmen, das alles ein bisschen besser zu durchdenken. Ansonsten könnte es nämlich gleich genau daran scheitern, dass wir so ungeduldig waren. So, der packt jetzt nur die um. Die Frage ist nur, wie viele. Irgendwann ist der ja voll. Das heißt, es wäre am besten, wenn er das direkt hier umpackt. Aufs andere Förderband. Oh, einer ist rübergekommen. Zwei. Ja, schön. Ah, weil es hinten ins Stocken gerät. Okay. So. Die da erstmal rein. Und die Leichtbauteile, die müssten ja auch dann irgendwann hier mal ankommen. Oder haben wir die... Ist die Produktion irgendwo unterbrochen? Müssen wir gleich mal nachgucken. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Das, das, das. Dann kommt jetzt hier noch eine Fabrik rein. Und das ist dann schon die finale Fabrik, die wir brauchen. So. Einmal entladen. Ach nein, jetzt habe ich die ganze Fabrik weggerissen. So. So ist besser. So, rein, rein, rein. Und das muss dann hier auch wieder raus. Das ist zu weit weg. So ist besser. So. Gut. Oh, und die Roboterteile und die. Ach so. Da brauche ich gar keine Fabrik. Lol. So. Gut. Die beiden Komponenten sind da. Jetzt kann der hier noch angeschlossen werden. So. Ja, was heißt, die beiden Komponenten sind da? Die sind natürlich noch nicht da. Kriege ich das jetzt hier hin, dass das hier besser läuft? Wir müssen den hier wegreißen. Das nützt alles nichts. Wir müssen auf einen Kupferproduktionsturm hier verzichten. Einen Erzbohrer. Und dann muss ich das hier hinten zum auch auf den Geschützturm verzichten. So. Und dann leiten wir das hier direkt um. So, okay, jetzt muss ich überlegen, jetzt haben wir es hier drauf. Jetzt muss der Großteil davon wieder zurück. ja, das müssen wir hier so auseinander sortieren, das geht nicht anders. So, hier sind die Tränke. Die Tränke möchte ich ja gerne dort behalten. Das heißt... Der muss eigentlich die Tränke raussortieren. Alles an Tränke, was wir haben. Die blauen. Blauen. Die gelben haben wir dort nicht. Die grünen haben wir dort theoretisch. Die roten haben wir dort auch nicht. Und die magentafarbenen auch nicht. Das heißt, die müsste er dort raussortieren.
und die wieder zurückleiten auf die Station hier. So. Jetzt ist es trotzdem voll. Das heißt, wir müssen noch einen Zwischenpuffer einbauen. In Form von der Truhe. Und nach der Truhe muss dann noch ein zweiter Greifer hin, der das dann genauso wieder entlädt, wenn es dann da mal soweit ist. Und ich brauche sowieso noch zwei, drei Greifer mehr. Denn ich brauche jetzt noch einen, der die Munition rausgräbt, die wir dann hier umleiten. Oder halt die Prozessoreinheiten direkt. Ich denke, die Prozessoreinheiten wird einfacher sein. So. Der kann auch weg. Dann der hier auch weg. So, das werde ich dann hier oben mal wegnehmen. Sind da denn schon irgendwie Leichtbauteile angekommen? Die habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, konzentrieren wir uns jetzt erstmal darauf. Also. Das machen wir anders. So. Kommst du hier direkt raus? Da gehen immer noch viel zu viele Tränke bei flöten. Egal wie sehr der sich hier anstrengt, es gehen trotzdem noch Tränke flöten. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch einen Umwandler. So, der macht eine Kiste voll, der packt die Prozessorkerne und die anderen raus und packt die dann hier drauf. So, hier auf dieses Förderband. Das bekommt dann eine Unterführung hier rüber. So. Du konzentrierst dich nur auf Prozessorkerne und auf Leichtbauplatten. Du bekommst eine Kiste und konzentrierst dich nur auf die Wissenschaftspakete, und zwar die blauen, die grauen, die grünen. So, jetzt nehmen wir das noch einmal manuell runter. So, jetzt geht der, jetzt packt er den runter bis dort vorne. So, den da oben lassen wir mal. So, das kann dann theoretisch hier rauflaufen. Erstmal, jetzt fehlen uns noch die Leichtbauteile. Die müssen wir jetzt mal holen. Ist das denn das da eine Kiste? Genau. Der sollte die ja vorübergehend mal durchsortieren. So, das ist voll, das ist voll, das ist voll und nirgendwo wird produziert. Da ist alles drin außer blaue. Das ist wieder absolut überfüllt mit grauen Tränken. Graue Tränke haben wir echt viele. So, dann machen wir hier mal eine Kiste für graue Tränke. Damit das ein bisschen entlastet wird hier. Damit auch mal die blauen durchkommen. Damit auch weiter geforscht werden kann. Da müsste man dann ab und zu mal ein bisschen manuell nachgucken. Das oder man müsste das ganze Wirrwarr hier mal auseinander sortieren. So, jetzt gucken wir aber mal alle, zuallererst mal nach, was die Leichtbaudinger brauchen. Warum die jetzt hier gar nicht ankommen, sondern nur die anderen. Auf dem Weg dorthin bauen wir eine kleine Radarstation.
Warte, hier vorne können wir besser durchgehen. So. Können auch fahren. Sofern ich auf dem Weg dorthin nicht wieder alles kaputt fahre. Aber wir müssen ja eigentlich nur diesem Förderband hier folgen. Da kommen wir ja überall durch. Ach Gott. Jetzt gedacht, gut, da kannst du einfach so mitten durchfahren, aber das ging anscheinend dann doch nicht. Gut, dann bauen wir das wieder herkömmlich zu. Muss immer Pipelines dabei haben, wenn ein Panzer unterwegs ist. So. Einmal hier runter. Es kommt echt nichts an. Hier ab und zu mal ein Prozessor, aber Leichtbauteile kommen noch nicht an. Wahrscheinlich haben wir das nicht richtig angeschlossen, würde ich mal vermuten. Ich fahre natürlich als allererste Amtshandlung wieder die gesamte Stromversorgung kaputt. Gut, haben wir nicht angeschlossen, sehe ich gerade. Jetzt läuft's. Sehr schön. Wird das mal soweit geregelt. Jetzt bin ich nur gerade am überlegen, ob man hier vielleicht mal auf die Schnelle ein bisschen Verteidigung hinsetzt. Kriegen wir so einfach nicht. Obwohl es würde ja theoretisch reichen, die hier hinzusetzen. So, 1, 2, 3, 4. So, dazu dann noch 4 Greifer. 1, 2, 3, 4. Und dann nur einmal Strom. So, dann hier wenigstens nach oben hin auch noch ein bisschen abgesichert. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. So, hier kommt nichts mehr durch eigentlich. Das produziert alles. Das können wir mitnehmen, das brauchen wir nicht. Gut, jetzt kommt von hier unten alles, was wir brauchen, hoch. Jetzt müssen wir die ganze Chose nur am Laufen halten, bis die Forschung soweit abgeschlossen ist. Und dann müssen wir das Raketensilo, wir müssen noch die eine Sache mehr erforschen, bevor wir die Raketenstation erforschen können. Und dann will ich gar nicht wissen, was man für die dann halt braucht. Gucken wir einmal. Wir fahren mal einmal rüber und holen mal eine ganze Ladung Raketenbrennstoff. Nicht, dass uns die Truhe dort hinten durch irgendeinen dummen Zufall mal zerstört wird. Und wir dann da wieder völlig an Produktion angewiesen sind. Wenn wir dann die Rakete haben, denn wir müssen den Treibstoff für die Rakete ja schon mal zur Seite schaffen, damit wir genug Treibstoff haben, um die Rakete steigen zu lassen. Na, vorsichtig, nicht, dass wir gleich vom Zug überrollt werden. Das wäre auch mal spannend zu sehen, was passiert, wenn der Panzer von einem Zug getroffen wird. Ob der dann wegfliegt in 1000 Stücke oder instant kaputt ist oder... Das könnte man vielleicht mal ausprobieren, wenn die Rakete gestartet ist. Okay, der hier hat keinen Strom, den wir vorne weggerissen haben. Scheint natürlich das System irgendwie nicht weiter zu beeinflussen. Aber wir setzen trotzdem mal wieder einen Mast dorthin. Und wir müssen drehen. So, ein Nadelöhr hier. Ach. Ich muss wirklich einen ganzen Arsch voll Pipelines dabei haben, wenn ich mit dem Panzer unterwegs bin. So. Gut. Dann fahren wir hier mal vorsichtig ums Eck. Hier haben wir auch schon lange keinen Angriff mehr gehabt. Was ja eigentlich... Oh, haben wir wohl, wie es aussieht. Oder sind wir das selber gewesen? Haben wir das hier kaputt gemacht? Ich weiß nicht. So,
Jetzt haben wir auch wieder unsere ungerade Zahl an Unterführungen. Wie sich das gehört. So. Und Reparaturkit dabei. Da machen wir hier nochmal ein bisschen Tutti. Der hat noch Munition. Der hat auch noch Munition. Wohl eher ein Zufall gewesen sein. Aber ich glaube, das hat eben mal unsere Stromversorgung ein bisschen unterbrochen. Aber jetzt läuft sie wieder. So. Wir halten dann ganz einfach mal hier. Oh Gott, ey. Dass er nicht automatisch bremst, wenn man dann aussteigt während der Fahrt. So. Und da fährt der Zug schon ab. 12K. Inhalt des Rohrsystems. Inhalt Lagertank. Trefferpunkte. 25K kann der. Also ist noch lange nicht ausgelastet. Kann man sogar noch vergrößern. Bei dem kommt nicht viel an. Aber das ist eigentlich auch cool. Stelle ich gerade so fest. Wenn man so einen Tank hat, der dann zwischendurch immer wieder befüllt wird, der aber dann da alles schön festhält. Okay, das müssen wir alles mitnehmen. Schaffen wir das mal rüber. Zum Panzer. Ich weiß ja nicht, wie viele Einheiten Raketentreibstoff man braucht. Aber wir nehmen auf jeden Fall mal welche mit. Und wie viele... Der fährt auch... Der Panzer fährt mit Raketentreibstoff? dann kommt ein Feuer aus dem Auspuff oder was? Das ist ja mal mega cool. Der Panzer fährt einfach mit allem. Mit Kohle, mit Holz, mit Raketentreibstoff. Ganz egal. So... Das ist ein übelst krasser Motor, ist übrigens. So, ein bisschen was geht noch. Was ist eigentlich der ganze andere Schrott, den wir da im Inventar vom Panzer drin haben? Kohle, Stahlträger, Kupferplatten. Warum hier irgendwo hier hinten Kupferplatten? Da hätte man die auch direkt hier lassen können. Naja. So. Kiste nehmen wir mit, machen das Inventar mal ganz voll und dann fahren wir ganz, ganz schnell zurück und packen das alles schön irgendwo hin in eine schöne Kiste. Mit 22% die Forschung oben scheint weiterzugehen. Und wenn wir dann alles dort vor Ort haben, dann fehlt nur noch dieses Tempomodul, dann diese, ich glaube, Raketensteuereinheit oder so. Ich glaube, das war es, was wir machen müssen. Und dann können wir die Rakete erforschen. Also das heißt, dieser Forschungsschritt und noch zwei weitere. Und dann sind wir durch. Dann können wir das Ding bauen. Wenn wir dann alle Ressourcen dafür zusammen haben. So. Das ist natürlich auch mega krass. Wenn man sich mal überlegt, wie lange man jetzt darauf hingearbeitet hat, diesen Moment zu erreichen. Und jetzt steht man so kurz davor und ist natürlich ein bisschen nervös, wenn man sich so überlegt, die... Gegner, die könnten ja auch jetzt plötzlich aufrüsten. Stell dir mal vor, wir haben jetzt plötzlich zufällig so die kleine Stufe kurz vor einem Upgrade, dass der Gegner halt aufdreht, erreicht und kriegen dann nochmal den Angriff des Todes. Den würde ich dann halt so lange abwehren, wie es halt geht. Also deswegen sammeln wir hier alles in den Kern der Basis. Wenn wir erstmal alles zusammen haben und die Rakete gebaut ist, oder kurz davor ist, fertig zu werden, dann ist es ja nicht mehr ganz so schlimm, sag ich mal, wenn die Randbezirke der Produktion oder so zusammenbrechen, wenn wir dann schon alles hier haben. So, hier forscht er jetzt auf jeden Fall kontinuierlich durch. Warte, dann nehmen wir einen langsamen Greifer. Und ein bisschen, ein kleines bisschen Förderband. So, wunderbar. Und ich sehe gerade, wir sind bei 24 Minuten, liebe Leute. Das heißt, Aufnahmepause. Und wir sehen uns übermorgen. Ciao, ciao.